FC Carl Zeiss. Keine Abseitsposition von Müller. Und die 26.500, die fragen sich ja, wann schießen sie denn endlich mal ein Tor? Wann machen sie etwas aus ihren Möglichkeiten? Dann Sprinteinlage von Thomas Görniak. Schaut, was ist mit Robert Koch. Und auch wir schauen noch einmal. Hier wird er gelegt, gestreckt von Stresser, der danach die gelbe Karte sieht. Völlig zu Recht. Aber weiter im Spiel, weiter Dynamo Dresden. Orlando. Orlando bisher zurückhaltend, nicht so viel zu sehen von ihm, von dem besten Stürmer des FC Carl Zeiss. Einwurf Jena. Orlando und Hübener. Das Spiel ist ranzig geworden, die Claims werden abgesteckt. Foul von Hübener, Freistoß FC Carl Zeiss. Und Orlando, der merkt sich so etwas. Dem tritt das Blut aus den Adern. Aber glauben Sie mir, er kann dann auch weiter mitmachen. Nach diesem rustikalen Einsatz des Dresdner Kapitäns Hübener. Orlando wird behandelt und nimmt dann wieder Position ein. Freistoß war nicht weiter erwähnenswert. Minuten absolviert, dann dieser Angriff des FC Carl Zeiss am Rhein. Bringt frischen Schwung, frisches Blut in die Partie, in die Mannschaft von René van Eck. Jetzt eine Phase, in der der FC Carl Zeiss mehr vom Spiel hat. Druckenbrot ja ehemals Dynamo Dresden, jetzt eine ganz wichtige Kraft im System van Eck, im defensiven Mittelfeld der Thüringer. Und dann schauen wir mal auf Orlando und den Zweikampf mit Hübener. Da war was. Orlando wurde gefoult von Hübener. Und dann diese Ungeschicklichkeit von Orlando. Dem steigt das Blut zu Kopfe. Natürlich hat das der Schiedsrichter gesehen. Gelbe Karte für Orlando. Und das ist eine mit Folgen. Es ist die fünfte. Orlando also in jedem Fall in München nicht mit dabei. Oh, der Mann muss beruhigt werden. Weiter Vorteile Dynamo Dresden in diesem ersten Abschnitt. Und Matthias Mauch guckt genau auf die Uhr. Ja, allzu viel Zeit ist jetzt nicht mehr in dieser ersten Halbzeit. Eckenvorteile, klaren Eckenvorteile für Dynamo Dresden. Halil Safran, das war seine größte Möglichkeit. Und wieder eine glänzende Parade von Carsten Nulle. In Sachen Vertragsverlängerung Safran Dynamo Dresden gab es nichts Neues heute. Hier haben wir den Stürmer, der es aber schwer hatte, sich da durchzusetzen gegen die Viererabwehrkette der Thüringer. Hier schafft er es im Kopfballduell gegen Schmidt. Noch einmal Spezialsicht auf Halil Safran. Schön, wie er sich da durchsetzt, wie er hochsteigt zum Kopfball. Aber letztlich vor 29.000 Zuschauern sind noch keine Tore gefallen. 0:0. Und wir fragen mal bei Steffen Heidrich nach. Nach der Atmosphäre und nach seiner Zukunft und nach den Gedanken zum Spiel. Ja, ich denke mal erstmal, Sie haben es angesprochen, die Atmosphäre ist natürlich unglaublich. Das ist Gänsehaut einfach und das ist schön für Dresden. Auch die Mannschaft, denke ich mal, spielt sehr, sehr aggressiv. Dynamos, dadurch haben sie auch ein Übergewicht an Chancen. Und ich denke mal, es ist auch ein typisches Derby mit vielen Nicklichkeiten und vielen Aggressivitäten. Ich habe Sie am Mittwoch in Jena auf der Tribüne gesehen. Da sucht man derzeit einen Managerposten. Ist das was für Sie, nach Thüringen zu gehen? Ja gut, Jena hatte mich mal angesprochen. Wir haben dort ein gutes Gespräch geführt. Und mehr gibt es eigentlich dazu momentan nicht zu sagen. Ja, es ist aber eine interessante Personalie, weil ja viele Spieler des FC Carl Zeiss auf den Zetteln anderer Vereine stehen. Orlando gleich mit dieser Möglichkeit zu Beginn der zweiten 45 Minuten. Und das war keine Abseitsposition. Fehlentscheidung der Schiedsrichter sehen wir hier noch einmal. Und Orlando, auch Matthias Mauch wird das mitbekommen, jetzt ganz diszipliniert. Also der muss da Beruhigungstropfen bekommen haben von René van Eck. Zwei Bälle im Spiel.
Aber Partie geht weiter. Ausgeglichene Phase jetzt, aber es ist deutlich zu merken, der FC Carl Zeiss investiert mehr in diese Partie. Muss jetzt aber aufpassen, dass da Müller nicht so schalten und walten kann, wie er es gerne möchte. Jena jetzt im Zweikampf, besser, aggressiver, Fehler von Mikulajczak, Amrain, Orlando, dann geht es ganz schnell und dann steht es 1:0 für den FC Carl Zeiss und der Torschütze ist Sebastian Henge. Henge, der ja hier auch spielte bei Dynamo Dresden 2,5 Jahre, dann hier ausgemustert wurde, nach Australien ging, mit dem Fußball abgeschlossen hatte und jetzt im Team von René van Eck nach der Rotsperre eine Art Comeback erlebt. Und das war in der Tat ein toller Treffer, den seine Mannschaft da erzielt hat. Hier noch einmal die Stationen. Amrain, keine Abseitsposition von Orlando. Und Orlando macht das ganz geschickt, ganz clever und klug. Auch hier kein Abseits. Und Sebastian Henge in aller Ruhe 1:0 für die Gäste aus Jena. Das ist bisher der Unterschied in dieser Partie. Die Thüringer nutzen die Möglichkeit, die sie haben. Eiskalt und resolut. Zu welcher Antwort ist Dynamo Dresden fähig? Müller. Nicht schlecht, aber auch keine Gefahr heraufbeschwörend, diese Aktion von Müller. Er wird Orlando beruhigt haben in der Pause. Das ist deutlich zu merken, wie zurückhaltend der Nationalspieler der niederländischen Antillen agiert. Dann sieht sich Matthias Mauch zum Wechseln gezwungen. Er tut etwas für die Offensive. Pavel Dobry kommt ins Spiel und Tore Andreas Gundersen für Koch und für Jungwinkel. Aber das Spiel hat sich gewandelt. Das Spiel hat sich verändert. Der FC Carl Zeiss dominiert, hat jetzt mehr von der Begegnung. Und dann distanzieren sie falsch bei Dynamo Dresden. Orlando, nächste dicke Aktion, dicke Luft vor dem Gehäuse von Axel Keller. Truppenbrot, wieder war er damit beteiligt, auch Amrain und Orlando. Jetzt hat der Schlussmann von Dynamo Dresden, jetzt hat Keller mehr zu tun. Interessantes Spiel in dieser Phase. Weil natürlich auch Dresden zu Möglichkeiten kommt. Durch den eingewechselten Gundersen. Knappe Angelegenheit, wie diese Zeitlupe noch einmal bestätigt. Und die nächste Welle der Sachsen rollt in Richtung Thüringen. Aber die Abspiele sind jetzt zu ungenau. Und Jena hat viel, viel Platz. Und dann spielen sie das so herrlich und so geschickt aus und machen ein tolles Tor. Die Ex-Dresdner sind erfreulich. Truckenbrot nach Pass von Henge. Ein sensationeller Treffer der Thüringer. Und Truckenbrot mit ganz bescheidenem, verhaltenem Jubel der Ex-Dresdner. Da kann er sich freuen, da kann er, wie er immer sagt, stolz sein auf seine Mannschaft. Nach dieser tollen Vorarbeit auch von Sebastian Henge. Keine Abseitsposition. Standbild beweist dies eindeutig. Herrlicher Pass, gut angenommen von Truckenbrot. Schaut genau, genau so wollte er es auch machen. Und Keller ist das zweite Mal geschlagen. Oh, deutet sich hier eine Revanche des 0:4 Debakels vom Hinspiel an. Zweiter Treffer für den FC Carl Zeiss und was für ein toller, was für ein cooler. Noch einmal. Richtig gelaufen. Und dann mit viel, viel Übersicht über den Schlussmann hinweg zum 2:0. 71 Minuten absolviert. Das ist ein Stich in die Herzkammer der Dresdner. Gar keine Frage. Eher bescheiden. Ihre Antwort, wieder war es der eingewechselte Gundersen. Der FC Carl Zeiss hat die Szene jetzt voll im Griff. Dresden bemüht, aber es kommt nicht allzu viel dabei heraus. Sie erspielen sich...